Abdelkarim Al-Marawi hat in Rüstedt eine neue Aufgabe gefunden. Bereits im Mai absolvierte der 21-jährige Syrer, der bereits seit 2 Jahren in Wittenberge wohnt, ein Praktikum bei der CNC-Präzisionsfertigung Ojinski GmbH. So erfolgreich, dass er ab Anfang August seine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker beginnen wird. Vermittelt wurde Abdelkarim über ein neues Projekt mit dem Namen Vielfalt als Chance, das für 3 Jahre durch EU und das Land Brandenburg gefördert wird. Im März 2018 wurde hierfür ein Büro und eine Beratungsstelle im Bürgerzentrum Wittenberge eröffnet. Betreut wird das Projekt derzeit von Jens Lindner, Sabrina Borowski und Katrin Seehaus. Es geht einfach darum, kurz und knapp, Jugendliche bzw. auch ältere Arbeitnehmer entweder in Ausbildung oder in Arbeit zu bringen. Kommt immer darauf an, welche sozialen Kompetenzen sie schon haben bzw. wo soll der Weg überhaupt hingehen. Natürlich mit dem Ziel, möglichst viele Zuwanderer dorthin zu bekommen. Voraussetzung ist natürlich der Arbeits- bzw. Ausbildungswille der Zuwanderer. Ein bestimmter Sprachlevel muss vorhanden sein. Und dann ist alles kein Problem, weil Arbeitskräfte werden hier in der Region auch stark nachgefragt und auch gesucht. So unter anderem in Krampfer. Hier absolvierten im Juni dieses Jahres unter anderem Ashraf Al-Muhammad und Emad Al-Smail ein Praktikum beim Gut Krampfer, einem landwirtschaftlichen Betrieb. Beide sind vor 2 Jahren aus dem syrischen Aleppo nach Deutschland und Wittenberge gekommen. Das Praktikum ist nur eine erste Station. Letztlich werden hier in Krampfer feste Mitarbeiter unter anderem in der Land- und Forstwirtschaft gesucht. Doch nicht nur die Vermittlung von Zuwanderern gehört zu den Aufgaben und Zielen des Projekts Vielfalt als Chance. Seit Beginn im Frühjahr 2018 suchen Sabrina Borowski und Jens Lindner auch wöchentlich den Kontakt zu allen Institutionen und Trägern im Landkreis, die mit Zuwanderern arbeiten. Sprich Seehof Akademie, DAA, LEB, BBZ und natürlich auch Institutionen wie Kreishandwerkerschaft, Handwerkskammer, IHK, Arbeitsagenturen, Jobcenter und so weiter. Und zwar mit dem Hintergrund, ein Netzwerk zu schaffen, um schnellstmöglich irgendwelche Kompetenzen aushandeln zu können, beziehungsweise wir wissen dann auch, wo können wir uns hinwenden, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, wo können wir ja, Gelder beantragen, wo können irgendwelche Hilfeleistungen erfolgen und so weiter und so fort, damit wir die zukünftigen Auszubildenden beziehungsweise die zukünftigen Arbeitnehmer bestmöglich beraten können. Viele der Kontakte werden derzeit aber auch direkt im Bürgerzentrum hergestellt. Denn hier befindet sich neben dem Projektbüro auch eine allgemeine Beratungsstelle für Zuwanderer und Flüchtlinge. Betreut wird sie unter anderem von Erik Hellweg, der hier seinen Bundesfreiwilligendienst absolviert, und Musab Awad, der die Arbeit der Beratungsstelle und des Projekts Vielfalt als Chance als Dolmetscher unterstützt. Wir helfen weiter bei der Antragstellung, sei es der Hauptantrag vom Jobcenter, also alles, was Jobcenter betrifft. Familienkasse, Kindergeld beantragen, sind es Landkreissachen zum Beispiel auch. Unterhaltsvorschuss ist immer ganz wichtig. Mobilfunkverträge, falls da irgendwas im Argen ist oder falls irgendwas mit Überweisung nicht geklappt hat und wir müssen irgendwas richtigstellen. Bei der Ausländerbehörde, wenn irgendwie Anträge zur Erteilung bzw. Verlängerung der Aufenthaltstitel sind, übernehmen wir auch. Ja, und sonst zu allen möglichen Themen, also wo es drückt, wo der Schuh drückt, da helfen wir oder versuchen wir zu beraten bestmöglich und ja, das sind so unsere groben Aufgaben. Darüber hinaus ist die Beratungsstelle auch wichtige Anlaufstelle für das Team des Projekts Vielfalt als Chance. Wir nutzen hier unsere Kontakte durch die Beratungsstelle, dass hier eh ein großer Andrang ist an Zuwanderern, die sich beraten lassen wollen und können da eben sofort eingreifen, wenn wir hören, es dreht sich um das Thema, was machen wir nach der Schule, wie steigen wir ins Berufsleben ein, dass wir dann auch gezielt uns gleich die vorwiegend syrischen und afghanischen Zugewanderten zu uns hier an den Schreibtisch holen, erst Beratungsgespräche führen, zum zweiten Termin einladen und dann anfangen zu gucken, wohin geht der Weg. Im Moment haben wir auch viel junge Flüchtlinge hier bei uns, die jetzt ihre Schule beendet haben oder ihre Integrationskurse beendet haben, wo wir uns jetzt gucken, dass wir Lebensläufe erstellen, Bewerbungen schreiben, Praktikumsplätze suchen und mit im Endeffekt als positives Ziel die Zugewanderten in Ausbildung bringen wollen.
Wer sich direkt an das Team wenden möchte, kann dies sowohl in Wittenberge als auch in Perleberg tun. Immer donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr sind Sprechzeiten im Wittenberger Bürgerzentrum und im FI-Freizeitzentrum in Perleberg, wo ebenfalls ein Büro eingerichtet wurde.